und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, Houston, I have a problem. Ich habe den Gaming-PC mal gestartet. Jetzt drücke ich hier F12. So, und ich sehe, dass hier etwas strubbelig ist. Und zwar fehlt mein Group-Eintrag. Ich starte mal von der Festplatte 0. Und wie sehen Sie nichts? Kein Group-Menü. Das bedeutet, dass jetzt gleich Windows starten wird. Ja, und das ist natürlich das, was ich nicht möchte. Ich starte den Rechner wieder neu. Starte von der anderen Festplatte. Und da passiert logischerweise nichts, weil auch kein Betriebssystem drauf ist. Hahaha. Gut, weil hätte sein können, dass sich Group da installiert hat. Ist auf jeden Fall auch nicht. Ich starte mal hinein ins BIOS. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Das ist eigentlich uninteressant. Das ist auch uninteressant. Man kann da mal ganz kurz reingucken, was da drin steht. Aber es hat für den Booten hat das nichts zu bedeuten. Hier ist eine Onboard Audio, Onboard LAN, Onboard WLAN, Bluetooth, etc. Nehmen wir auch wieder raus. Ja, Hills Option. Ja, das sind einfach nur Informationen über Temperatur, Fanspeed, etc. Was er machen soll, wenn die Temperatur zu hoch ist und so weiter. Die Power Off ist auch uninteressant, der Power-Modus. So, hier wird es langsam interessant. Security Boot habe ich auf Disable gestellt. Man kann natürlich auch auf Enable stellen. Und das ist das, was ich natürlich nicht will. Ich möchte ein ganz einfaches BIOS-Boot quasi haben. Und deswegen habe ich das auf Disable gestellt. Security, da können wir auch noch mal ganz kurz nachschauen. Dann können wir noch ein Passwort vergeben, das wollen wir nicht. TPM-Support, ich stelle das mal kurz auf Enable. Und dann hätten wir ein IFI-Protokoll. Das möchte ich auch nicht. Das machen wir mal Disable. Ja, und hier wäre die Boot-Reihenfolge. CSM, Never. Wenn ich sage Always, dann habe ich den UEFI-Filter mit drin. Was können wir hier noch einstellen? Machen wir alles mal auf Legacy. Ich versuche jetzt einfach mal eine neue Option aus. Und sag ihm Save und sag ihm Yes. Ja, das Problem an BIOS ist natürlich, dass es da keine einheitlichen Standard gibt. Jeder hat so ein bisschen andere Bezeichnung, ist so ein bisschen anders verknüpft im Menü. Ja, dadurch muss man erstmal so ein bisschen durchblicken, was jetzt die richtigen Einstellungen sind. Ich denke mal, jetzt wird aber auch wieder mit Windows booten. Kommt mein Group? Nein, mein Group kommt nicht. Warte noch eben auf das Windows-Logo. Ja, da hätten wir das Windows-Logo. Das heißt, ich boote jetzt ein Live-System vom USB-Stick und versuche das Ganze zu reparieren. So, und jetzt muss man ganz schnell F12 drücken. Am besten sogar mehrmals. Und voila, da hätten wir schon mal wenigstens den USB-Stick. Das heißt, ich lade jetzt ein Ubuntu. So, ich gehe rein, try. Ja, dann versuche ich einfach mal jetzt Ubuntu im Live-System zu laden, um Group zu reparieren. So, ich stelle das mal auf Deutsch und sage ihm try. So, Ubuntu ist hochgeladen. Ich gehe da mal sofort auf meine Homepage, und zwar aus dem einfachsten Grund, weil ich dort nämlich einen Code hinterlegt habe. Wir geben mal ein, der Tuxer. Das wäre ich. Video. Und ich starte mir mal irgendein Video. Und hier unten wäre meine Homepage. So, dann brauche ich nämlich nicht lange rumsuchen. Alle akzeptieren. Und irgendwo unter Linux habe ich hier den Group Repair drin verewigt. Den Befehl kopiere ich mir. Sag Terminal. Machen wir mal ein bisschen größer. Und das Fenster ein bisschen schöner. Ja, das wäre einmal die Paketquelle von Boot Repair. Das Ganze mit Enter bestätigen. So. Das hat schon mal funktioniert. Und jetzt machen wir den nächsten Befehl. Install und ja, wir machen nur mal Install. Sudo opt install minus y boot repair. Und dann wird das Ganze jetzt installiert. Allerdings auf ein Live-System. Und jetzt sollte das eigentlich hier drin sein. Boot Repair ist nicht drin. Was ist das denn? Schauen wir mal, wo es ist. Da ist es doch. Boot Repair.
Ja, Fenster können wir schließen, das Terminalfenster. Das wäre jetzt Boot Repair. Und jetzt versuche ich mal ganz radikal über Boot Repair das Ganze zu reparieren. Es kann natürlich sein, weil ich jetzt kein EFI installiert habe oder mein generelles Setup ist ohne EFI, dass er jetzt meckert. Dann dürfte Boot Repair höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, Boot Repair scheint nicht zu funktionieren. Also es funktioniert auf jeden Fall, wenn ihr eine EFI-Partition habt, dann funktioniert das auf jeden Fall. Beziehungsweise wenn UEFI aktiv ist, aber jetzt in meinem Fall nicht. Gut, dann machen wir was anderes. Ich öffne ein Terminalfenster und gehe mit sudo nautilus, gehe ich mal mit Root-Rechten ins Dateisystem hinein. Ich weiß, es werden wieder viele sagen. Oh, darf man nicht mit Root. Nautilus ist böse. Was soll ich sagen? Ja, ihr habt recht. Es ist böse. Ich mache es aber trotzdem. So, und zwar unter etc default. Default, abcd. Wo ist default? Hier ist default. Hätten wir group. Stopp. Das ist jetzt group von dem Live-Stick. Ne? Deswegen bin ich ein bisschen irritiert. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken, wo ist meine echte Festplatte? Unter Mount vielleicht? Hier. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken, welche ist meine richtige Festplatte. Dazu brauche ich gepartet. Oder gepartet. Um was wenigstens so ein bisschen richtig aussprechen. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Wo bin ich hier? Also, C ist mein USB-Stick, das ist safe. Dann habe ich noch Festplatte A. Hier ist etwas drauf. NTFS, das wäre jetzt hier die Windows 10-Partition. Und B wäre jetzt meine Ubuntu-Partition. Also, die brauche ich. Was haben wir hier noch für ein Laufwerk? FAT32, Boot-Partition. Ich schaue auf A nochmal drauf. Und hier hätte ich auch eine Boot-Partition. Okay, das kann natürlich sein, dass es jetzt zum Konflikt kommt. Zweimal Boot-Partition. Gucken unter hier, unter Markierungen. Hier wäre das Ganze als Boot. Und bei der anderen Festplatte, Geräte, Markierung. Hier steht auch Boot. Deswegen gehe ich davon mal aus, dass es hier zum Konflikt kommt. Behaupte ich einfach mal. Ich gehe mein A hinein, sag ihm einfach mal, ups, ich muss das auch markieren. So, hier wäre Windows, Markierung bearbeiten. Ich sage einfach mal, Boot, du bist weg. Vielleicht ist das sogar schon die Lösung. Vielleicht ist das sogar schon die Lösung. So, wir haben gesagt, B ist eine EFI-Partition. So, hier wäre jetzt mein Ubuntu drauf. Ich schaue mal eben hier so ganz kurz nach, was ich da für Einträge habe. Unter etc default abcde, wo bist du hier? Default group, wo ist group? Hier ist group. So, was steht denn da geschrieben? Das ist hier alles hier wieder bliblablub, ist uninteressant. Das hier ist interessant. Default ist 0, 12 Sekunden. Eigentlich sieht das gut aus. Ich sage nochmal speichern. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal einen Neustart. Vielleicht ist das Geheimnis jetzt schon gelüftet und schaue einfach mal, was passiert. USB-Stick raushängen, kein Problem. Das kriege ich hin. Einmal Enter drücken, das bekomme ich auch hin. Ich mache jetzt einfach mal gar nichts. Ah, ich hätte Group Update habe ich vergessen, glaube ich. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ist egal, ich probiere es jetzt trotzdem mal aus. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und warum Sie nichts sehen, das weiß nur Windows. Ja, das hat so schon mal nicht funktioniert. Ich bin jetzt mit Sudo-Rechten wieder im Nautilus drin. Und das wäre jetzt die Festplatte, wo Ubuntu drauf ist. Ja, hier bin ich auf jeden Fall schon mal richtig drin. Und jetzt muss ich versuchen, hier irgendwie im Terminalfenster hineinzukommen. Dazu drücke ich jetzt mal Steuerung L. Genau, und dann habe ich diesen Link, den kopiere ich mir. Ich gehe mal an ein anderes Fenster, öffne noch ein Terminalfenster
Und das Fenster ein bisschen größer machen. Ein bisschen sehr groß. So. Und gehe dort jetzt hinein. In diesen Link. Oder in diesen Pfad. Link. Ja, ist in gewisser Weise auch ein Link. So, jetzt wäre ich in meinem Dateisystem drin. Genau. Und jetzt führe ich mal aus sudo update-group. Okay, da gibt es eine Fehlermeldung. So funktioniert das schon mal nicht. So, und dann versuche ich mit sudo group-install und dann muss hier hinter noch, meine ich, der Pfad, oder? Muss hinter noch der Pfad stehen? Mache ich mal lieber. Den hole ich mir jetzt hier wieder raus. Steuerung L. Ich muss erstmal den Pfad hinein. Pfad, haben wir gesagt, ist auf etc default. Genau, hier drauf müsste der sein. Das wäre der Pfad, ne? Steuerung C. Wo ist mein Terminalfenster? Das ist das Falsche. Ich nehme das, füge es hinein. Ein bisschen größer, sieht man das vernünftig? Gut, muss man jetzt hier so ein bisschen um die Ecke denken. So, ich schaue mal im Wiki nach. Und zwar steht jetzt hier dieser Befehl. Ich habe den Computer jetzt eigentlich auf BIOS eingestellt. So, deswegen nehme ich jetzt diesen Befehl. Wenn ich jetzt auf EFI eingestellt habe, dann hier drüber. Gut, dann gebe ich den Befehl mal ein. Reinstall und einfach mal gucken, was dann passiert. Es wäre natürlich interessant, wohin der dann reinstallt hat. Ich hoffe mal auf diese Festplatte oder auf diese Partition. Ich hoffe mal, so schlau war der jetzt. Ich mache einfach mal einen Reboot und schaue einfach mal, was passiert. Ich mache das Ganze jetzt ein bisschen Step by Step. Jetzt kommt gleich der große Augenblick, ob mein Group-Menü da ist oder nicht. Was werden wir jetzt sehen? Ich vermute mal bei meinem Glück eher nicht. Nein, kein Group. So, ich bügele jetzt einfach Ubuntu noch mal einmal drüber, über Ubuntu selbst. Wie gesagt, das ist jetzt nur so ein Testsystem. Also ich habe keine Ahnung, wie man jetzt hier das mit dem Group wieder reparieren kann. Also die Tools, die mir bekannt sind, die scheinen jetzt hier nicht zu funktionieren. Wenn es da noch eine andere Möglichkeit gibt, bitte einmal in die Kommentare schreiben. Aber ich bin jetzt das ganze Wiki da durchgegangen. Und wie gesagt, ich komme da einfach nicht weiter mit den gängigen Mitteln. Deswegen probiere ich es jetzt halt eben noch einmal mit einer sauberen Neuinstallation. Und wenn es da nicht klappt, dann werde ich das Experiment als gescheitert ansehen. So, jetzt kommt der große Augenblick. Jawohl, es hat funktioniert. So, jetzt mache ich sofort einen Neustart. Ja, und auch Windows startet ohne Probleme durch. So, und jetzt ist es interessant, wenn ich jetzt auf Neuladen gehe, Neustarten gehe, ob jetzt das Group-Menü wieder da ist. Weil das Problem habe ich beim letzten Mal nämlich gehabt. Soweit war ich ja schon. Und noch einmal war das Group-Menü weg. Also wenn es jetzt wieder da ist, dann weiß ich, das liegt an der BIOS-Einstellung. Und ja, es ist da. Prima. Gut, dann würde ich sagen, ich mache mir ein paar Screenshots von dem BIOS. Und die Einstellung werde ich auf jeden Fall bei dem Computer beibehalten. Das scheint so zu funktionieren. So, ich gehe mal ins BIOS hinein. Hier wäre das über die Taste entfernen, das meistens über entfernen. Und ich habe herausgefunden, wie es am einfachsten ist, Windows und Ubuntu parallel zu installieren. Im Endeffekt habe ich alles hier deaktiviert. Zum Beispiel genau den Secure Boot habe ich deaktiviert.
Was habe ich noch gemacht? Hier dieses TPM-Support habe ich deaktiviert. Und in den Boot-Options habe ich bei CSM auf Always geklickt. Genau, das kann man entweder Always or Never. Und Bootfilter habe ich Legacy, nicht den UEFI. Weil sobald ich UEFI aktiviere und ich Windows neu starte, ja, dann überschreibt er jedes Mal den Group, sodass Group praktisch gar nicht mehr da ist. Es ist zwar nach wie vor immer noch Ubuntu installiert, aber ich kann im Grunde genommen gar nicht mehr darauf zugreifen. Und ich muss dann jedes Mal über ein Live-System das Ganze versuchen zu reparieren. Und so finde ich, ist es eigentlich eine gute Möglichkeit, das Ganze zu umgehen. Das Ganze muss auch mit UEFI funktionieren, aber da bin ich ganz ehrlich, das habe ich nicht hinbekommen. Und da das so funktioniert, werde ich mit dem Setup jetzt auf jeden Fall erstmal weiterarbeiten. Ich kann es jetzt nochmal ganz kurz starten. Machen wir nochmal einen finalen Test. Ich mache mal nichts. Eigentlich müsste jetzt jeden Augenblick Groot kommen. Groot kommen. Ja, Groot ist nach wie vor da. Also was will ich mehr? Ich starte hinein und alles ist gut. Ja, ich fasse mal ganz kurz zusammen meine ganzen Aktionen hier. Und zwar habe ich jetzt versucht, auf diesem Gaming-PC, das ist jetzt praktisch schon als Test-PC von mir, hier steht noch nicht so ganz fest, ob ich den behalten werde, ob ich den verkaufen werde, wie auch immer. Mein Sohn hat sich einen neuen geholt und ja, den nehme ich jetzt einfach mal erstmal so ein bisschen so zum Rumspielen. Also Rumspielen nicht in Form von Gaming, sondern von hier Linux und solchen Geschichten. Und meine Challenge war jetzt, zwei Betriebssysteme als Dual-Boot-System hier drauf zu installieren. Also Windows plus Ubuntu. So, und da gibt es ja diverse verschiedene Einstellungen im BIOS mit UEFI, EFI, Legacy, bliblablub. Und im Endeffekt bin ich jetzt alle Optionen durchgegangen und bin zu dem Resultat gekommen, am einfachsten, oder es funktioniert bei mir, jetzt ohne UEFI, ohne Secure Boot und den ganzen Schnickschnack, also klassisch wie früher auch. Und dann habe ich auch Group und kann halt eben dementsprechend zwischen den beiden Betriebssystemen hin und her switchen. Es funktioniert. Hinzu kommt ja noch, dass ja jeder Computer als solches ein eigenes BIOS hat und die Einstellungen halt eben nicht standardisiert sind, sodass manchmal die Wörter auch anders sind, die Texte, die da stehen und die Gliederung im BIOS als solches. Deswegen kommt man da manchmal auch ein bisschen durcheinander, zumindest geht es mir so und ich denke mal einigen anderen auch. Deswegen muss man sich ja jedes Mal neu hineinfuchsen in dieses BIOS-System halt. Aber wenn man ein bisschen Zeit mitbringt und vor allen Dingen, wenn man auf die Daten, die da drauf sind, nicht angewiesen ist, dann kann man da auf jeden Fall auch zum Erfolg kommen. Ja, ich sehe gerade, ich habe einen Fehler gemacht. Ich wollte ja auf dem System, mach das mal hier eben hier weg. Na, geh weg, du. Ja, einen kleinen Fehler habe ich gemacht beim Setup. Ich habe den falschen USB-Stick reingesteckt. Also nicht mit 2310, sondern mit 2204. Gut, dann mache ich das gleiche jetzt nochmal mit 2310. Aber ich denke mal, das brauche ich im Video jetzt nicht festhalten.